war sowas von dickes GZ. Jetzt muss ich einen Heiltrank nehmen, deswegen. Weil der wieder alles pullen muss. Oh, wenn wir schon mal in dem Raum sind, dann pullen wir auch alles. Warum zweimal pullen? Das ist mir viel zu anstrengend. Skelett herbeirufen, kann er bestimmt lernen. Oh, Yazalex. Na, Merrick, du Schwachbirne. Merrick hat bestimmt Pull-Alzheimer bei seinem Alter. Haben wir schon gepullt? Ich pull mal lieber nochmal. So. Zeig mir, ob du den Cast casten kannst. Kann er nicht. Was braucht er denn dafür? Kampfzauber 10. Wir haben 4. Ja, stimmt. Kommt der denn jetzt auf einmal her? Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, wenn du schon anfängst zu heilen, ja, dann heil auch weiter. Oh, wir sind nicht mehr aufgeladen. Nein! Aufladen. Oh. Dann schlabber doch mal einen Mana-Trank weg. So, und magische Rüstung. Da haben wir auch nochmal den Zauber-Mana-Kanal. Ich hatte das Gefühl, magische Rüstung lädt sich viel schneller auf. So, den Mana-Kanal nehmen wir mal mit. Zauber sind ja immer ziemlich teuer und wenn wir die schon haben, können wir das alle verkaufen. Was war das? Achso, der Geysir. Der Geysir. Er denkt, das ist... das ist der Rebell unter den Dunkelspringern, ey. Ja, macht ihr mal. Ich warte. Der Glörn unter den Dunkelspringern ist das. Warum soll ich kämpfen, wenn der Protagonist kämpft? Das ist doch totaler Schwachsinn. Wisst ihr, was kein Schwachsinn ist? Geld. Und Heilung. Was? Kein Kristallfreak? Pilze! Ah. Hammerkrokokneifer, nein! Muss mich jetzt selber daran erinnern, wie die Viecher hießen. Ja. Ich laufe mal eben in deine Aggro-Range, damit ich dich angreifen kann, ne? Affengesicht. Komm mal ran. Das ist ein Kristall, da muss ich hin. Das ist auch wieder so ein Kristallfreak. Kristallfreak. Ah! Gegner, die vor mir weglaufen, sind die schlimmsten. Nein, ich hab Angst, ich will auf Distanz bleiben, damit ich dich nerven kann, bis du anfängst zu weinen. Okay, da kann man nicht hin. Ich dachte, da kann man vielleicht runter. Aber nein, dann gehen wir den regulären Weg weiter. Da sind wieder so Schlurks, oder wie die Viecher heißen. Slurks. Pilze! Ich liebe Pilze. Also die zum Essen, ne? Da sind wir ein Dunkelspinner, ein Slurk, noch ein Dunkelspinner und Pilze. Ich pulle einfach alles.
Ohne Spaß, in jedem Spiel ist Pullen einfacher als in Dungeon Siege. Mich würde mal interessieren, ob er viel kräftiger heilt. Einen großen Unterschied habe ich da jetzt nicht gesehen. Aber hier sind beschlagene Lederstiefel, verzauberte und Pilze. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Hallo, du Slark. Slark, nicht an dir. Slark, an mir. Na, du Hammer-Koko-Kneifer. Die Viecher haben einfach nur lästig viel Lebenspunkte. Können, tun sie gar nichts. Dunkelspinner und Slarks. Große Klinge. Nehmen wir. Nicht mit, weil ich keinen Platz im Inventar habe. Aber auch nur, weil das Game einfach keinen Plan von Organisation hat. Kleiner Rundschild aus Metall. So. Wir können nämlich jetzt... BÄM! Much Awesome Schild. Die Waffe bringt uns gar nichts, deswegen lasse ich die da. Kleiner Rundschild aus Metall. Verteidigung 16. Verteidigung, ja. Du kannst mich mal. Kommt her, ihr Slugs. Ich slug euch tot. Deathrock wird echt so langsam zum Tank, ey. Rüstungsklasse 235. Nice. OP, ey. Richtig OP. Da ist eine Truhe. Hoffentlich ist es nicht wieder meine Lieblingstruhe. Eine leere Truhe. Hallo. Cyrus. Cyrus. Oder doch Cyrus? Er sieht lustig aus. Hallo. Mein Kollege. Zielen kannst du aber auch nicht, ne? Ich bin hier unten. Das ist der Grund, warum er verloren. Oh. Kurzbogen. Möchte ich. Ah, ja, hier. Möchte ich. 9 bis 17? Also, meine Freunde, so langsam wird es aber peinlich. Komisch, ne? Ich habe gerade den kleinen Rundschild aus Metall abgelegt, dann konnte ich den Bogen aufnehmen und jetzt kann ich den kleinen Rundschild trotzdem aufnehmen. Na, Kristallspacken? Nein, doch nicht. Da hinten scheint es nicht weiter zu gehen, also gehen wir erstmal hier lang. Ich glaube, ich habe auch schon gesehen, wo es hier lang geht. Genau, hier. Pilze, aber nicht viele. Die sehen auch ziemlich eklig aus, ey. Ich möchte da nicht zu viel sagen. Oh mein Gott, Hammer-Koko-Kneifer. Mann, Bärschwein. Aber es ist ein bisschen was anderes. Viecher, die aus drei Tieren zusammengesetzt sind, sind sowieso die besten Ideen überhaupt. Hä? Dungeon Siege funktioniert nicht mehr. Fuck! Hallo Leute und noch einmal herzlich willkommen zum 5000. Mal in dieser Folge. Da ist mir gerade Dungeon Siege abgeschmiert und da musste ich bis hierhin neu spielen. Und ratet mal, was wieder passieren musste. Der gute Cyrus oder wie der scheiß Schlangvieh hieß, hat nichts gedroppt und die Truhe, in der vorher schöne Sachen drin waren eigentlich, hat auch nichts gedroppt, gar nichts. Ey, ich könnte sowas von ins Essen brechen gerade. Dann ist Deathrock wieder Pullmaster 2000 hier. Er pullt eine Gruppe. Dann muss er sich richtig positionieren, um auch richtig schlagen zu können. Pullt dabei eine andere Gruppe, weil er einen Schritt nach rechts gemacht hat. Boah. Da krieg ich echt Zustände, krieg ich da, ey. So, ich habe jetzt Merrick dazu verdonnert, mich ständig zu heilen. Weil, keine Ahnung, es gefällt mir einfach ein bisschen besser. Weil Merrick heilt schon mehr als Deathrock und... So muss ich nicht ständig Heiltränke verbrauchen, von denen ich jetzt sowieso nur noch einen einzigen habe, weil ich hier gerade alle beim Replayen verbrauchen musste, weil Deathrock wieder der Held des Tages ist.
Warum nur 20 Gegner pullen, wenn man 50 pullen kann? Dann verreckt, ist Merrick ständig verreckt hier, weil er wieder eine Agro-Reichweite bis nach Berlin hat. Zum Kotzen. So, wir kloppen jetzt den Hammer-Kroko-Kneifer um. So, und jetzt werde ich speichern, aber sowas von speichern. Ich werde so hart speichern, dass es schon wehtut. Klick, klick, gespeichert. Und weiter geht's. Meine Fresse im Himmel, ey. Was ist das denn? Ein Trog. Das war's? Ein Kurzschwert gedroppt. Ein Kurzschwert. Ich habe übrigens Olafs Helm gefunden, der allerdings total worthless ist, aber mal so richtig. Ich werde jetzt hier mal ein paar Mana-Tränke abschmeißen für den Merrick, der die sowieso nicht braucht wahrscheinlich. Ah, dann arrangiere ich hier selber mein scheiß Inventar, weil Dungeon Siege statt nicht vernünftig hin. Das ist kein Kurzschwert, das ist ein Dolch. 31 bis 57. Boah, der ist sogar gar nicht mehr so schlecht. Der ist aber kein Kurzschwert. Das ist wirklich sehr kurz. So, das Schild können wir gerade auch wieder tragen. Zum Glück. Und ich würde sagen, es geht weiter. Da ging es ja nirgends so lang, oder? Secret? Kein Secret. Sackgasse heißt das. Sackgasse. Jetzt habe ich die Mana-Tränke abgeworfen und Merrick sie nicht gegeben. Schlau, das Rock, schlau. Jetzt nimm ihn doch auf. Ja, im Himmel. Pilze! Oh mein Gott, Riesenpilze. Und Slacks. Oder Slarks. Pilze. Hallo, scheiß Slark. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Das ist ganz gut. Oder wobei, wir hauen erst die Trogs um, die hier noch waren. Das hier sah mir gerne nach Sackgasse aus, genau. Ein Trogkrieger. Die haben Schilde. Also mal ganz ehrlich, ne? Die tragen Holzschilde. Da liegt ein Holzschild und da steht kleiner Rundschild aus Metall. Das ist logisch. Stahl. Stahl war eine gute Waffe. Also das war einfach nur ein Schwert eigentlich. Aber Schwerter sind ja bekanntlicherweise nicht so ganz schlecht. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Hallo. Das macht einen Schaden mehr als unser Dingens. Braucht Stärke 20. Ich würde sagen, wir nehmen das erstmal. Vielleicht macht es ja mehr Schaden. Also, vielleicht treffen wir ja öfter damit. Sagen wir es mal so. Noch mehr Pilze. Oh mein Gott. Da kann ich mich jetzt fast drunter verstecken. Ich hab schon mal das Gefühl, er trifft öfter. Ja, der Infrarekt wieder Merrick. Weil er wieder irgendwas gepult hat. Was er nicht sollte. Aber er kann sich tatsächlich dagegen heilen, erstaunlicherweise. Aber ihr hättet mal sehen müssen, wie der gegen Syrus Schaden bekommen hat, ey. Ein komischer Atem von ihm und der war weg. Wir treffen mit dem Schwert tatsächlich öfter. So. Da kommen wir nicht rüber? Oh, schade. Dann gehen wir halt hier lang. Vielleicht gibt's hier noch was. Ja! Und zwar einen Hammer-Kroko-Kneifer. Boah, deshalb trifft er mit fast jedem Schlag. Boah, ist ja wie Weihnachten. So, ist hier noch ein Kristallspinner? Hier ist kein Kristallspinner. Das ist wunderbar. Wie komme ich denn da hin? Dahin, das ist eine Truhe. Wobei ist wahrscheinlich sowieso wieder nichts drin bei meinem Glück. So, deshalb gehen wir nach da oben. Und dann gehen wir mal über die Brücke. Merrick, du bist ganz schön langsam. Wo geht's denn da lang? Der Dunkelwald. Hallo, ein neues Gebiet. Ich weiß nicht mehr, ob der Dunkelwald der Sumpf war oder ob der Sumpf danach kam. Ah, es macht schöne Geräusche. Kling!
Das waren nur zwei? Ne, es waren doch drei. Ich wusste doch, dass da drei waren. So, da warten drei Krieger auf uns. Oder zumindest einer. Drei Krieger und ein normaler Trog. Trog. Da essen Tiere draus aus dem Trog. Zieht euch mal den Zicken. Die sicke Heilung von Merrick rein, ey. Ich brauche nie wieder Mana-Tränke bei dem. Wenn er nicht alles pullen würde. Würde ich den vielleicht sogar im Team behalten. Ach, jetzt komm schon. Handschuhe ausgehärtet im Leder. Das sind wieder die Feiglinge. Was ist das? Ein normaler Trog. Und noch ein normaler Trog, der im Kristall drinne steht. Und noch ein normaler Trog, der im Kristall drinne steht. Die wollen mich wohl verarschen. So. Pullen wir die heute mal direkt mit hier. Ach ja, ich kann mich voll aufs Tanken konzentrieren, ey. Das ist ein geiler Heiler. Und der verbraucht vor allem keinen Mana. Unfassbar. Wenn er mich wieder heilen muss, ist er schon wieder voller, ne? Und so. Kling, kling. Oh mein Gott. Können wir mal hier endlich fertig sein? Das ist ja eine endlose Mobgruppe. So, Leute. Ich mache hier mal eine kleine Pause und wir sehen uns dann gleich wieder. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Siege 1. Das Spiel, was mich im Moment am meisten anranzt. So, ich hoffe, dass es jetzt wieder so läuft, wie es laufen soll. Ich habe jetzt schon eine Zeit lang wieder nicht gespielt. Ich habe also keinen Plan mehr, wo es lang geht. Aber die hier kenne ich noch. Die, wie hießen die nochmal? Hammer-Koko-Kneifer oder so? So, wir hatten den Merrick hier als Heiler abgestellt. Was ja eigentlich ganz gut funktioniert gerade. Die Frage ist halt, wie es am Ende dieser Höhle aussieht. Und wo wir überhaupt rauskommen. Hier ist ein Pagenschild. Die ziehen uns aber auch immer in neue Gruppen rein. Da haben wir einen Trogritter. Und wir kriegen ein Trog-Großschwert. Wenn wir es tragen könnten. Ich glaube, ich werfe das da mal weg. Das gibt es doch nicht. Jetzt habe ich da hinten irgendwas geaddet. Das ist doch zum Kotzen. Jetzt holen wir uns den da. Du kannst mal schön von alleine kommen, du kleiner Spring ins Feld. So, jetzt haben wir nämlich den herangezogen. Und jetzt haben wir auch mal wieder Ruhe. So. Weiter geht's. Jetzt holen wir uns die da. Hallo. Die pull ich direkt alle. Warum auch nicht? Oh, der eine war so nett und hat gewartet. Mensch, was ist denn da los? Brigadinenhandschuhe. Ein kleiner hölzerner Rundschild, der verzaubert ist. Das Schwert bringt mir auf jeden Fall nichts. Die bringen mir 11, 6 Rüstungspunkte. Bringen mir eigentlich auch nichts. Lass ich aber mal im Inventar. Ich glaube, der kann auch noch mal ein paar Sachen tragen, ne? Ja. Dann gehen wir mal hier hinten lang. Hier warten nämlich schon wieder die Nächsten auf uns.
Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt die Sackgasse ist und nicht die andere Richtung. Aber ich muss ja schon sagen, mit dem Schwert trifft Deathrock viel öfter. Und ich habe schon die ganze Aufnahme noch keinen Heiltrank benutzt, obwohl die Kämpfe doch ganz schön knackig hier sind. Also Merit macht seinen Job doch echt gut. Ich glaube, den halte ich auch weiter im Team. Da muss ich mir echt keine Sorgen mehr machen. Was ist da hinten? Diese Slurks. Slurks. Mir ist gerade auch gefallen, dass mein Getränk falsch steht. Das ist nicht gut. Zumindest so rübergreifen. So, da ist noch ein Mana-Trank, den nehmen wir auch mit. Ach, jetzt sind wir hier. Ah. Okay. Verstanden. Da ist schon wieder so ein Hammer-Koko-Kneifer, meine ich. Ach, hält auch nichts aus. Kurzbogen und kurzer... Ja, super, zwei Bögen. Die nimmt Merrick mal mit. Ansonsten hier ist gar ein... Oder geht's hier weiter? Ja, es geht hier weiter, aber in eine Sackgasse. Also war das tatsächlich die Sackgasse. Wunderbar. Habe ich den richtigen Weg genommen? Besser geht's nicht. Und wir gehen erstmal wieder zurück. Ich hoffe ja, dass wir bald jetzt in die Sümpfe kommen, ey. Ich will in die Sümpfe. Die haben echt Spaß gemacht. So, da haben wir noch einen Trog. Normalen Trog, einfach nur Trog. Man müsste irgendwie einstellen können. Was ist das denn hier? Verfolgungsmodus deaktiviert. Ah. Das klingt doch schon mal ganz gut. Weil ich hab's lieber so, dass Deathrock vorläuft und erstmal ein bisschen Aggro zieht, sag ich mal. Und dass der andere dann halt nachkommt, sozusagen. Ach, jetzt komm, ey. Jetzt habe ich dich da unten gepult. Das ist logisch. Ihr hässlichen Kackviecher, ey. Und da könnte jetzt schon ein bisschen schlimmer aussehen. Deathrock, du schaffst es. Merrick, du schaffst es. Ich hasse diese komischen grünen Kristallscherben hier. Oh, wir greifen dich an. Oh nein, du kommst zu uns. Dann gehe ich erstmal weg. Scheiß. Ah, da fällt mir nichts zu ein. Guck mal, da geht der nächste weg. Ich gehe dann mal. Tschüss. So, nur noch der greift uns an. Oh, was hält denn da? Er hat sich in die komischen Ding reingebackt. Schwein. Komm mal her. Was ist das? Hallo? Hallo? Ein Druckkrieger. Der kämpft auch richtig mit sie so. Stahl. Tragen wir nicht sogar gerade auch einen Stahl? Ja, wir tragen sogar einen Stahl. Wollte schon sagen. Oh oh. Eine blaue Scherbe, aber eine riesige blaue Scherbe. Aber ich gehe erstmal auf den kleinen. Warum auch nicht? Sehr gut. So, die komischen Scherben werden auch immer größer. Und jetzt haben wir auch noch den Druckritter geaddet.
Ja, komm. Zieh dich nicht. Komm ruhig ran. Ich klopp dich auch so um. So. Hallo. Hallo. So. Habe ich mir nämlich gedacht, dass der da von hinten angeschlichen kommt, der alte Sack. Ach, jetzt kommt der auch. Hi. Na? Also es ist alles noch nicht mikrolastig, also alles noch einfach eigentlich. Die späteren Bosse werden dann doch schon ein bisschen hektischer, wenn ich das mal so sagen darf. Ich sag nur hin und her laufen und ausweichen, verschiedene Ads angreifen. So wird das später noch, das wird so richtig krass noch. Aber ich glaube, bis wir zu solchen Bossen kommen, dauert es noch ein bisschen. Im Moment ist alles einfach nur in die Fresse hauen. Tanzender Zap, Seelenlanze, Mana-Trank und ein Typi, der mich angreift. Oh, jetzt aber mal gut hier. Jo, das Zeug läuft dran vorbei. Super. Ach, das hat sich nicht mehr gelohnt, das Ding aufzumachen. Oh, wir gehen hier runter, wo ein paar Trugs auf uns warten. Ist schon ein bisschen traurig, ne? Wir sind immer noch in der gleichen Höhle drin, die vorher noch die Eishöhle war. Wir haben also seitdem nicht einmal das Leben, das Tageslicht gesehen. Das ist ja schon ein bisschen traurig. Geht's hier lang? Irgendso. Da möchte ich da oben noch gar nicht erst irgendwas adden. Ist mir zu blöd. Wow. Guck mal, der Destro kann unter Wasser atmen. Oh mein Gott. Noch ein paar Trogs. Ich fühle mich voll betrogt. Ja, brauchen wir nicht. Wo geht's denn weiter? Ach da. Sieht gerade irgendwie aus wie. Oh. Wie die Route hinter Stonebridge mit den ganzen, wie hießen sie? Krux. Ein Umhang. Oh, die machen gerade ganz schön viel Schaden. Was haben wir denn da? Großer Druckkrieger, mach doch erstmal den da kaputt. Wärst du so freundlich? Alter, Deathrock, bleib doch einfach stehen. Wie viel hat der denn? Oh, jetzt nichts mehr. Kleines Rundschild aus Metall, Stahl, Gesundheitstank, gehärtetes Leder. Und Geld. Wow. Der Kampf war doch schon schlimm. So, wir nehmen erstmal die ganzen Kram hier mit. Wo war denn Autoloot? Da. Ein Gegenstand passt nicht ins Inventar. Wenn man zu blöd zum Organisieren hier ist, dann ist das klar. So. So. Oh, welch Hund da ist, passt doch rein. Schlauberger. Learn to loot. Noch einen großen. Ja, das sind alles normale. Und ein normaler Krieger.